Sie sind die rein mechanisch funktionierenden Vorfahren der heutigen Glücksspielautomaten. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in Leipzig einige der berühmtesten Apparaturen dieser Art. Sie wären vielleicht längst in Vergessenheit geraten, gäbe es nicht diesen Mann, Holger Oehlschläger. Jeanette besucht den Tüftler in seiner Gartenwerkstatt im Herzen Leipzigs. Hallo, Herr Oehlschläger. Guten Tag, Frau Eger. Hier baut der 47-Jährige in seiner Freizeit historische Spielautomaten. Und hier stehen ja auch schon die ersten Schätze. Wie kommt man denn auf so ein Hobby, Herr Oehlschläger? In der Schule habe ich angefangen, mir in der 8. Klasse circa dieses Gerät hier zu bauen. Das ist ein Fingerschlagautomat. Darf ich ihn mal ausprobieren? Ja, gerne. Auf einem Schulausflug sah der damals 14-Jährige einen solchen Automaten und baute ihn aus dem Gedächtnis nach. Er heißt Fingerschläger, weil er tatsächlich mit dem Finger bedient wird. Das ist ja aber der erste. Und hier nebenan haben wir ja schon welche, die sehen so ein bisschen vom Stil her älter aus, eher historisch. Ja, ja. Also das ist der Baiazzo. Das ist das Wahrzeichen unter den historischen Spielautomaten. Zwischen 1907 und 1910 wurde der Baiazzo in Leipzig erfunden. Hier muss eine mehrfach abgelenkte Kugel aufgefangen werden. Ja. Die Spielmagie verbirgt sich in seinem Inneren. In Form einer sehr komplexen Mechanik. So etwas zu bauen ist eine echte Herausforderung. Nicht weniger anspruchsvoll ist der Hoppler. Ein Münzschleuderautomat, der 1928 erfunden wurde. Eine Münze wird mittels Hebel nach oben geschleudert, um eine der Öffnungen zu treffen. Das ist Holger Oehlschlägers neuester Nachbau. Es ist ganz schwer, da das richtige Gefühl für zu entwickeln, ne? Huch. Tja, so einfach ist es nicht. Warum haben Sie eigentlich gesagt, Sie machen sich die Arbeit, die Mühe und bauen die Automaten neu? Man hätte wahrscheinlich auch alte Modelle einfach restaurieren können, oder? Das wäre eine Option, wenn es die noch gäbe. Also es mag noch den einen oder anderen Sammler geben, der tatsächlich noch so einen Teil irgendwo rumstehen oder rumhängen oder in seinem Museum präsentiert. Aber in aller Regel gibt es diese Automaten nicht mehr. Sein aktuelles Projekt, der sogenannte Jemok, liegt gerade zerlegt auf der Werkbank. Er soll heute zusammengebaut werden. Zurück in der Werkstatt von Holger Oehlschläger. Der Tüftler baut historische Spielautomaten bis ins kleinste Detail nach. Automaten, die sonst nur noch als Sammlerstücke zu finden sind. Ihre Geschichte reicht bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Einst waren sie in ganz Deutschland zu finden. Ausgewiesen als Geschicklichkeitsprüfer. Denn das reine Glücksspiel war damals verboten. Eine Hochburg der Spielautomatenproduktion war Leipzig. Die Firma Jentsch und Merz entwickelte hier über 80 verschiedene Automaten, die in ganz Europa verkauft wurden. Unter ihren Erfindungen war auch der Münzbalancierautomat Jemok. Sein Name steht für Jentsch und den Stadtteil Mockau, dem einstigen Sitz der Firma. Der Jemok von Holger Oehlschläger wird aus ca. 150 Einzelteilen zusammengebaut. Zuerst ist der Einlass für die Münzen an der Reihe. Als Laie weiß man ja jetzt gar nicht, wofür die einzelnen Teile sind. Zum Beispiel, das haben wir jetzt hier noch übrig. Wofür ist das? Das ist ein Münzprüfer. Der kontrolliert also die Münzen auf die Dicke, Durchmesser. Dann nehmen wir einfach erstmal eine, die jetzt hier passt. Das wäre jetzt zum Beispiel diese Spielmarke. Und ich steck's mal hier rein. Hm. Dann purzelt die jetzt gleich hier raus. Zack. Und wie würde es aussehen, wenn eine Münze reingeworfen wird? Die zum Beispiel hier in Cent oder die einfach zu klein ist im Durchmesser. Zack, ach ja. Jetzt kam es da raus. Weil der also Durchmesser aus. Einfach sie nicht drin gehalten hat. Genau. Ne? Beim Bau seiner Automaten muss Holger Oehlschläger viel probieren. Denn mehr als ein Foto des alten Apparates und kurze Katalogbeschreibungen gibt es meist nicht. Da fehlen ja komplett irgendwelche Zeichnungen, Skizzen, wie die Mechanik funktioniert. Da habe ich mir dann erstmal Skizzen von gemacht, richtig, und dann überlegt, ob das so gehen könnte. Die Spielfeldplatte muss das dekorative Äußere mit dem komplexen Mechanismus auf der Innenseite verbinden. Nach über 1000 Stunden Tüftelei funktionierte das Balancierspiel. Da sieht man hier, bewegt sich jedes Dreieck parallel miteinander. So, jetzt kommt die Münze hier raus.
würde hier langrollen und die muss jetzt hier versucht werden aufzufangen. Ach so, und meine Aufgabe ist es sozusagen, die einigermaßen Zack. Zu führen, damit sie nicht an den Seiten runterfällt. Genau, wenn man jetzt zu schnell ist, fällt die hier runter. Hier müssen wir noch ein bisschen nachstellen. Ah, ja. Ein bisschen geschickt muss man wahrscheinlich auch sein. Ein kleines bisschen. Inzwischen haben Jeanette und Holger Ölschläger alle Teile des Jemok-Geschicklichkeitsspiels montiert. Zeit, es auszuprobieren. Ah, ja. Nein. Boah, das ist ja echt schwierig. Das hat jetzt hier aber schon viel mit Geschicklichkeit und wenig mit Glück zu tun, ne? Also das ist tatsächlich ein Geschicklichkeitsspiel. Das ist für mich eigentlich der schönste Automat. Mit dem kann man richtig schön spielen, ist Geschicklichkeit. Und entweder man kann es oder man kann es eben nicht. Also das, die zwei Möglichkeiten hat man. Und ich kann es nicht. Also Sie können das auch, Sie müssen es dann noch üben. Buchstäblich ums Glück geht's beim neuesten Projekt von Holger Ölschläger. Das sogenannte Orakel. Dieser Automat ist noch weit von der Fertigstellung entfernt. Zusammengebaut soll er so aussehen und die Zukunft voraussagen. Wenn man sieht, die ganze Verzierung, das ist ja nun ein bisschen aufwendiger. Das Gehäuse an sich ist hier die Herausforderung. Aber das ist ja nun wirklich eine wahnsinnige Arbeit. Jedes Mal aufs Neue. Warum tun Sie sich das immer wieder an? Weil es Spaß macht, Freude. Wirklich? Ja, es ist Entspannung von der normalen Arbeit und... Das ist Hobby und Hobby ist nun mal manchmal ein bisschen aufwendig. Gleich kriegen wir auch noch Besuch. Es kommt ja eigentlich der Mann, wenn man so sagen will, zu uns, der die größte Spielautomatensammlung in ganz Deutschland besitzt. Und der wird natürlich auch einen Blick hier in Ihre Werkstatt werfen. Sind Sie schon ein bisschen aufgeregt? Ja, der Herr Wimpern hat sich angemeldet und ich freue mich wirklich sehr, ihn kennenzulernen. In Leipzig ist inzwischen Sascha Wimpener angekommen, Chef des Deutschen Automatenmuseums in Espelkamp, Nordrhein-Westfalen. Er leitet die deutschlandweit größte Sammlung von Automaten aller Art. Darunter auch Dutzende antiquarische Spielautomaten. Doch da diese Ausstellungsstücke zu kostbar sind, können Besucher nicht damit spielen. Dank Holger Ölschläger soll sich das nun ändern. Er spendet einen seiner beiden nachgebauten Baiazzos. Auf dass so viele Leute wie möglich in den Spielgenuss kommen. Was sagen Sie denn zu dem Automaten? Ja, ich meine, er spielt sich gut, auch wenn ich nicht gefangen habe. Er sieht perfekt aus. Der Baiazzo tritt nun die Reise nach Espelkamp an. Komisches Gefühl. Ja, da geht er. Wer Gutes tut, dem soll auch Gutes widerfahren. Als Gegenzug leiht das Deutsche Automatenmuseum Holger Ölschläger einen Original-Orakel-Automaten von 1932. Danach kann er jetzt sein Exemplar bauen. Jetzt geht sie aber ab. So. Ihre Hoffnungen werden sich erfüllen. Perfekt. Hätte ich nie damit gerechnet, dass ich mal das Original sehen kann, anfassen kann. Was sagt sie? Sie werden unerwartete Nachrichten erhalten. Mysteriös. Ich bin erstmal auf Nachricht von Ihnen gespannt, wie Ihr Orakel dann wird und was es so für die Zukunft vorhersagt.